Vor allem, ich habe ja auch nicht alles verkauft. Ich habe ja was weggelegt. So. Keine Soßensendung, sehr schön. Ich habe jetzt gestern vergessen, hinten die Höhle zu gucken. Okay, der Speicher ist fertig. Ich weiß, normalerweise gehe ich immer jetzt zum Hund. Machen wir das halt heute mal anders. So, ihr beiden. Kommt mal raus da. So. Ich weiß gar nicht, ob das großartig was eigentlich bringt, aber man macht's halt irgendwie. Wuffi. So, ich will eine Sache jetzt ausprobieren. Theoretisch, wollte ich gerade sagen, müsste das in den Speicher gehen. So, ich lasse aber hier noch was stehen, dass hier auf jeden Fall was nachwächst. Aber hack hier trotzdem schon mal ein bisschen was weg, damit ich schon mal ein bisschen was im Speicher habe. So. So ein bisschen was für den Speicher. Ja, ich lasse beabsichtigt so Büschel stehen, damit das hier wieder ein bisschen zuwächst. Dann schwinge ich hier noch einmal die Hacke rein. So. Hier nochmal. So. Hier nochmal. So. So, die haben hier oben erstmal fressen. Jawohl, jetzt will ich den auch irgendwie voll machen. Komm, was soll der Geiz? Machen wir ihn halt voll. Machen wir ihn halt voll, was soll der Geiz? So, das waren jetzt 48 Heu. Wie viel fehlt, damit es voll ist? Ja, ei Gott, sehr schön. Okay, noch ein paar Mal. Dann machen wir den doch direkt mal voll, den Speicher. Wobei hier unten wird es langsam auch knapp. Oh. Ein Kaffee. Geil. So. Ich glaube, wenn genau nichts mehr dazu kommt, dann müsste der voll sein. Der Speicher. Gut. Das hätten wir schon mal. Das beruhigt mich ein bisschen. Okay, warte mal. Gut, das kommt hier rein. Nein. Also ich meine, das kommt hier rein. Ich muss mich gerade kratzen. So. Ja, Pranke, das hätte ich jetzt auch gesagt. Ich habe mich wirklich gekratzt. Sollte mich vielleicht mal wieder waschen. Hahaha. Nee, habe ich eigentlich auch gemacht. So. Kaffee sammeln. Scheißegal. Okay. Angeln gehen. Wo gehen wir angeln? Oben angeln? Eigentlich ist es egal, wo wir angeln gehen. Erstmal jetzt in die Höhle gucken. 10:50 Uhr schon. Aber egal. Den Speicher wollte ich voll haben. Sehr schön. Granatapfel direkt wegpacken. Bevor ich den aus Versehen esse oder so. Das wäre nämlich nicht so cool. Haben wir hier schon Granatapfel eventuell drin? Nee. Dann. Hier rein, das gute Stück. Und ja, Kistenmanagement müssen wir eigentlich auch mal machen. Aber erstmal egal. Und ich weiß ganz genau jetzt schon, das werde ich noch bereuen. Aber das ist eine Thematik für Zukunfts-Paul.
Da kann sich Zukunfts-Paul drum kümmern. So. Als nächstes würde ich tatsächlich gerne den Stall erweitern. Damit wir auch langsamer mehr Hühner kriegen. Was mache ich hier? Ja, da wollte ich wohl gerade ganz siegessicher in die Höhle. Und ja, an der Stelle nochmal, heute ist der Wurm drin. Keine Ahnung, warum ich heute so durch den Wind bin. Wenn ich das mal wüsste. So, ich mach mal kurz so. Ich muss mal einmal was trinken. Nicht, dass ihr euch wundert, aber ich merke gerade, ich krieg schon wieder ein Pappmaul. So. Und Prost nachträglich. Wo sind denn meine Manieren bloß? Okay. Wo sind sie bloß, die Manieren? Ich weiß es nicht. Oh. Seht ihr, das meine ich. Da hätte ich mir jetzt eventuell einen perfekten Fang versaut. Nice. Schön Iridiumkarpfen gefangen. Ich finde den Stardew Valley Soundtrack ja echt geil. Aber ich finde, der könnte tatsächlich auch mal erweitert werden. Um so ein, zwei Tracks oder so. Oh. Oh, oh, oh. Der will's wissen. Na? Na? Den haben wir noch nicht. Was ist das? Ein Stör. Ah, okay. Na, immerhin Gold. Ich glaube, er wäre iridiumisiert, wenn wir den perfekt gefangen hätten. Aber dazu war der mir gerade zu schlüpfrig, der Bursche. Ah. Forellenbarsch. Unsere Fische haben gute Qualität. So. Forellenbarsch. Leider nur golden, aber ist auch egal, weil die werden eh verhökert. Perfekt. Ich mag die Mucke. Aber wie gesagt, ich finde den Soundtrack, den könnte man noch ein bisschen erweitern. Da könnte man ruhig noch 2, 3, 4 Tracks jetzt so nachliefern. Ich meine, das Spiel wird ja, wie man merkt, sowieso auch grundsätzlich immer erweitert. Da könnte man dann halt echt noch, meiner Meinung nach, ein paar neue Lieder mit reinbringen. Wie gesagt, der Soundtrack ist geil. Ich liebe den Soundtrack. Wie auch viele andere Gamer, Let's Player und Streamer. Aber neue Tracks wären auch nicht verkehrt. Aber wollen wir mal nicht meckern, das sind Luxusprobleme, weil wie gesagt, ey, das Spiel kriegt heute noch Support. Das ist krass. Andere hätten das Spiel irgendwie halb schwul rausgebracht. Und dann wäre es das für die gewesen. Und ja. Die Entwickler hier hinter, ey, einfach nur Wahnsinn. Einfach nur Wahnsinn. Es gibt immer neue Sachen irgendwie zu entdecken und so. Das ist einfach nur geil. So, sehr schön. Wie gesagt, also das Spiel, wenn ihr es noch nicht habt, holt es euch, weil das kostet nicht viel und das bietet einen einfach umso mehr.
Und wie gesagt, es wird da irgendwie immer noch kontinuierlich dran gearbeitet. Es kommen immer wieder irgendwelche neuen Sachen dazu. Und ja, wie es alleine jetzt hier bei mir schon merkt, es gibt Sachen, die kenne ich immer noch nicht. Die sind für mich neu und das ist spannend. Das macht Bock. Das hält dieses Spiel am Leben. Das Spiel hat ja jetzt auch einen Multiplayer schon seit längerem und so. Ist schon geil. So eine Spiele sollte man definitiv unterstützen. Die sind es einfach wert, unterstützt zu werden. Da könnten sich so manche Entwicklerstudios und so echt mal eine Scheibe von abschneiden. Besonders so manche AAA-Schmieden, weil wenn man bedenkt, wie die Spiele heutzutage teilweise rauskommen, komplett unfertig, irgendwie Day One Patch ist mittlerweile Standard bei den meisten Spielen. Das wäre damals undenkbar gewesen, wenn damals ein Spiel irgendwie nicht fertig gewesen wäre. Ja, Dankeschön. So zu PS1-Zeiten beispielsweise. Und das ist ja auch so, die deutsche Version von Digimon World ist verbuggt. Da kommt man in diese eine Festung nicht rein. Man kann sich da irgendwie durchglitschen, aber theoretisch ist das ein Game-Breaking-Bug. Weil du kannst das Spiel nie zu 100% abschließen. Und irgendwie komischerweise diesen Glitch, Regenbogenforelle, hübsch, diesen Glitch, ne? Ich kenne niemanden, der den irgendwie hinbekommen hat. Und ja, sowas ist halt mega scheiße. Und heutzutage reden sich die Entwickler das schön mit, ja, man kann ja nachpatchen. Ja, naja. Man kann sich auch vorher Mühe geben und dann halt, so wie hier bei Stardew Valley, lieber damit überraschen, dass man noch irgendwie Content nachliefert, der den Leuten Freude bereitet. Aber gut, es gibt halt Sonne und Sonne, ne? Und darum bin ich auch so riesiger, begeisterter Stardew Valley-Fan, weil hier läuft einfach alles richtig, was irgendwie nur richtig laufen kann in meinen Augen. Deswegen ist das mit dem Soundtrack auf jeden Fall Luxusproblemgelaber. Tatsächlich finde ich das auch gut, so wie jetzt gerade, dass auch manchmal einfach nur so Hintergrundgeräusche zu hören sind. Ohne Musik. Ja. Das Spiel ist einfach nur Liebe. Hallo, Grünalgen. Grünalgen sind auch was Feines. Hallo, Sister. Wir haben auf jeden Fall noch Energie. Und wir haben noch ein bisschen Zeit. Also nutzen wir die Zeit auch, um schön noch den einen oder anderen Fischgebruder hier rauszuziehen. Hallo Eule, die über uns hinwegfliegt. Kaulbarsch. Und ich weiß gerade gar nicht, ob Fische sammeln halt so viel Sinn macht, weil eigentlich ja, wir brauchen diverse Fische fürs Gemeindehaus. Aber das ist gerade ja auch in diesem Run nicht mein Fokus. Irgendwann möchte ich das Haus haben, ja. Aber das ist jetzt erstmal so zweit-, dritt-, viertrangig oder so. Erstmal schön Geld verdienen, schön viele Ställe bauen, viele Tiere holen. Und dann, ja, irgendwann, wenn wir Großvaters Segen bekommen, dann können wir auch mal darüber nachdenken, zum Beispiel Sachen anzubauen und so weiter und so fort. Wo mir gerade einfällt, ja, könnte deshalb auch schwer werden mit dem Gemeindehaus. Gerade weil ich noch nichts anbaue und ich bestimmte Sachen, die ich da brauche, einfach noch nicht habe. Aber ich habe mir das so ausgesucht.
Und ich habe euch vorgewarnt, ganz am Anfang von Folge 1 habe ich euch Süßen vorgewarnt, dass dieser Run so laufen wird, wie er jetzt läuft. Was haben wir denn da? Lecker Köder. Nice. 21,40. Oh, der hatte keinen Bock, ist ein Karpfen, ne? Ne, doch nicht. Ein Kaulbarsch. So viel Energie, wie wir noch haben, ey. 22.10 Uhr. Da geht noch was. Ein, zwei Fische können wir noch rausziehen. Wenn die denn mal beißen. Brr, brr, bitte. Danke. So. 22.30 Uhr. Komm, einer geht noch, dann gehen wir zurück. Dann soll es auch gut gewesen sein. Wir haben ja einiges rausgezogen hier. Einen Fisch möchte ich noch. Es sei denn, ich ziehe jetzt nochmal eine Alge oder so, dann ist egal. Aber einen Fisch wollen wir noch. Weil wir wollen gutes Geld verdienen, ne? Hi, Karpfen. Karpfenstahl. Zugriff! Kennt das noch jemand? Free TV. Ich weiß gar nicht, wie viele Jahre ich jetzt schon kein Free TV mehr gucke. Ich vermisse gar nichts davon. Gar nichts. Ohne Scheiß, lieber verbringe ich meine Zeit damit, irgendwie Let's Plays zu gucken, Streams zu gucken. Also Livestreams von Livestreamern. Ja. Dann halt Netflix, Disney Plus und sowas. So. Obst. Nö. Alles klar. Gleich ist es spät. Ja. Wissen wir. Oh, ich muss noch den Hühnerstall zumachen. Hier ist immer noch voll, ne? Yep. Die können ja eigentlich auch draußen fressen. Die kleinen Stinkerfritzen. Warte mal, oder haben wir den schon in irgendeiner Kiste? Ich glaube nämlich nicht. Oder? Ne, sag ich ja. Das heißt, die kommen hier rein. Müll war hier mit drin, ne? Da kommt nämlich die schnoddrige Brille rein. So. Hier kommt das rein und das rein. Und den Rest verhökern wir. Wobei ich hier schon wieder am Überlegen bin, den aufzuheben. Weil wir den nur einmal haben. Ich mach das halt einfach mal. Egal. So, und den Rest verhökere ich aber. Definitiv. Wir brauchen Geld. Und ab in die Haya. Hatte ich Fernsehen geguckt? Oh, geh doch mal. So. Und zack. Und? Na, guck mal an. Fast 4000. So mag ich das. Und schon wieder der siebte Tag im Sommer. Heftig, ey.